Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ich will wandern. Heute geht es um dieses kleine Teilchen hier und was es damit auf sich hat, das werdet ihr jetzt sehen. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Hallo, ich bin Carsten. Ja, diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die wissen, dass ich mit dem Tokes Kochset unterwegs bin. Und ja, ich schätze mal so seit anderthalb Jahren oder so, vielleicht auch ein bisschen länger. Und dann ein bisschen später habe ich mir dann den Tokes Siphon auch noch angeschafft, den Spiritusbrenner. Und um den geht es heute im Eigentlichen. Und zwar ist es ja so, ihr wisst ja alle, dass der Siphon oder diejenigen, die ihn haben, die wissen sicherlich, dass der Siphon recht windanfällig ist. Und da habe ich mir ein paar Gedanken zugemacht, weil der eigentliche Windschutz, der dazugehört, Mist, jetzt fällt mir gerade ein, genau den habe ich heute zu Hause vergessen. Wie ihr seht, im Hintergrund steht ein Fahrrad, ich bin mit dem Fahrrad hier und der Windschutz, der steckt noch zu Hause im Rucksack. Ja, okay, aber der ist jetzt auch gar nicht so wichtig, weil ich den Windschutz eigentlich so gut wie nie benutze. Ich finde das Ding einfach blöd. Es ist ja einfach nur eine Metallfolie und ja, ich meine, die erfüllt ihren Zweck. Die schützt tatsächlich vor Wind. Das Problem ist nur, wenn dann das Wasser kocht, du kriegst den Topf, also du kriegst die Folie nicht vom Topf weg, weil sie sich da so fest rumrollt, oder du kriegst den Topf da nicht raus oder du verbrennst dich, keine Ahnung. Also ich finde das Ding einfach doof. Und zum anderen, was weiter noch ist, der original Topfständer, dieses Metallgitter, was dabei ist, finde ich auch nur so optimal. Und darum geht es jetzt hier in dem Video, da habe ich mir halt Gedanken zugemacht, was gibt es für Alternativen oder gibt es für mich brauchbare Alternativen. Ja, ich habe mich da ein bisschen nach umgeschaut und das Ergebnis seht ihr dann gleich hier. Ja, was mir an diesem kompakten Set so gefällt, ist, dass das alles schön ineinander passt. Und zwar habe ich hier den 550er Pot mit Deckel. Ich habe auch den 650 ml Pot, weil wenn man mit Trekkingnahrung unterwegs ist, sind die 550 manchmal zu knapp, weil die 550 sind wirklich bis zum Rand gedacht und das heißt, maximal 450 ml passen rein. Ich würde eher sagen, nutzbar 400 ml. Und ja, halt mit Deckel. Hier drin habe ich dann die 375 ml Tasse und dann halt noch den Rest. Also ich habe hier immer so ein kleines, kleingeschnittenes Geschirrtuch drin. Zum einen habe ich dann was zum Abtrocknen und zum anderen auch als Klapperschutz. Ja, und das ist ja hier der Topfständer, der da original zugehört, der passt da auch mit in die Tasse. Und hier in dem Säckchen befindet sich dann der Tokes Siphon. Ihr seht, der hat auch schon ein bisschen Patina angesetzt, ist auch schon ein bisschen in Gebrauch gewesen. Ja, ja, und mir geht es jetzt dabei um Folgendes. Also wenn ich jetzt nur eben eine Tasse Wassereis machen will oder einfach nur für eine Trekkingmahlzeit Wassereis machen will, da
reicht das Ding hier sicherlich vollkommen. Aber wenn ich jetzt mal einen Wasserkessel draufstellen will, also mehr Wasser machen will oder richtig drauf kochen will, was der Kleine definitiv drauf hat, also dafür reicht seine Power allemal, da ist mir dieser Potstand einfach viel zu wabbelig. Also, ne, das steht sicherlich gut, keine Frage. Auf so einem Tisch wie hier braucht man sich da überhaupt keine Gedanken machen. Dafür ist, jetzt ist der Tisch natürlich nicht ganz gerade, aber dafür reicht es, da muss ich ja nicht drin rumrühren oder dergleichen. Aber wenn ich jetzt hier drin auch noch mit dem Löffel rumrühren will, weiß ich nicht. So, und dazu habe ich mir dann jetzt halt Gedanken gemacht, was gibt es für Alternativen? Oder habe ich eventuell schon Alternativen, die ich nutzen kann? Wie zum Beispiel das Ding hier, wäre natürlich auch ohne weiteres nutzbar. Aber ich habe mich hier für ein Titan-Kochset entschieden. Unter anderem, weil es schön leicht ist. Und dann gehe ich hin und stelle das Ganze in eine Edelstahl-Bushbox. Macht für mich irgendwo keinen Sinn. Dann, wie gesagt, das Ding ist ja offen wie ein Scheunentor. Entsprechend Windschutz ist quasi gleich null. Ja. Dann habe ich mal geschaut, was gibt es auf dem Markt. Ja, und da kommt der nächste orangene Beutel zum Vorschein. Und zwar gibt es tatsächlich auch einen anderen Potstand von Tokes. Wie ihr sehen könnt, auch schon blau angelaufen. War auch schon in Gebrauch. Ja, machen wir das Ding mal zusammen. Einfach nur, na, ihr seht schon. Der wird auch einfach nur zusammengesteckt. So. Und kann man, glaube ich, ganz gut auch auf der Kamera sehen. Wenn ich die jetzt nebeneinander stelle. Jetzt scheint hier natürlich richtig schön die Sonne rein. Wenn ich die jetzt nebeneinander stelle, kann man jetzt natürlich schon sehen, also die Höhe ist ziemlich gleich. Das ist ja auch, das Teil ist ja auch direkt für den Siphon gemacht. Dementsprechend soll die Höhe ja auch eingehalten werden. Und wie ihr aber auch sehen könnt, die Auflagefläche ist schon ein bisschen größer und sollte dann auch entsprechend für einen Wasserkessel schon ein bisschen besser geeignet sein. So, allerdings, das nächste, was mir dann aufgefallen ist, wenn ich jetzt hier meinen Topf drauf stelle und nicht aufpasse, das Zeug, das rutscht einfach so dermaßen auseinander. So, habe ich mir gedacht, okay, kannst das Ding ja auch mit drei Teilen aufbauen, aufstellen. Und schon steht der Topf vernünftig. Allerdings, was wollte ich haben? Ich wollte eine größere Auflagefläche haben und ich wollte auch drin rühren können. Und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen hin und her bewege, dann geht das Ding hier von alleine auf. Da hat Tokes vom Prinzip her, eigentlich ist das Ding idiotensicher. Ich finde es eigentlich auch gut. Allerdings haben die echt was vergessen. Und zwar hätten hier unten einfach nur zwei Nasen dran, jeweils eine Nase dran gehört, dass das Ding nicht auseinanderrutschen kann. Und dann wäre das Teil super. Aber so, ganz ehrlich, wenn du nicht aufpasst und hast eventuell noch einen Topf mit heißem Wasser oder hast noch einen Rest, hast für zwei Tassen gekocht und willst das Ding wieder draufstellen und dir fällt der Topfständer auseinander, jetzt gerade wenn du so wie hier am Tisch sitzt, dann läuft dir einfach das heiße Wasser über die Beine oder so.
auch nichts. Also ich nutze das Teil gerne als dreiteiliges für meinen Topf. Das funktioniert super, aber wie gesagt, es muss eine gerade Fläche sein. Das funktioniert nur, wenn ich einen Tisch oder eine Bank habe, wo es vernünftig gerade steht. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ist das Ding stabiler. Da brauche ich nicht aufpassen, dass das Ding zusammenfällt. Schade. Ja, dann habe ich nochmal weiter geguckt, ob es eventuell noch was gibt auf dem Markt. Und habe da tatsächlich auch was gefunden. Dann kommt hier ein graues Säckchen zum Vorschein. Naja gut, gucken wir mal. Auch wieder so ein paar Einzelteile. Und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Ich habe die auch schon leicht verbogen. Also ich habe sie nicht verlogen bekommen. Es handelt sich hier um den Yolmo Landa Titanium. Keine Ahnung. Und ich blende mal ein Bild ein. Oder weiß ich nicht, ob es geht. Oder ich verlinke das Teil mal unten. Das ist eigentlich soll das Teil kreisrund sein. Ich habe hier ein Dreieck. Wie kriegt man das Ding kreisrund? Des Weiteren soll man dann hier dieses Topfauflagekreuz, ich bastel das mal irgendwie, oder auch nicht, im Moment, ihr seht, das ist ganz schön fummelig. Alter, stell dich nicht so doof an hier. So. Also dieses Topfauflagekreuz soll dann hinterher hier drauf. Wie soll das funktionieren? Also ich habe schon mal versucht, an dem Ding hier irgendwie rumzubiegen. Kann es irgendwie biegen, dass es dann, aber hey, also man sieht ja, wie klar, man kriegt das vielleicht, wenn ich die jetzt auch noch ein bisschen, ich mache das einfach jetzt mal.
Also, ja, ich bin halt kein Schlosser. Klar, ich kriege da Blech irgendwie gebogen, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich kaufe doch nicht ein Teil, was dann hinterher... Ich kriege dieses Topfkreuz, das kriege ich da so, wie es sein soll, nie drauf. Ja, so wird es gehen. Ja, tatsächlich, so könnte man es benutzen. Und erstaunlicherweise steht das Ding sogar relativ stabil. Ja, mit der Höhe, muss ich sagen, komme ich nicht hin. Ich würde sagen, das ist ungefähr ein Zentimeter höher. Wie jetzt von Tokes. Aber ganz ehrlich, das Ding gefällt mir überhaupt nicht. Ja, ich finde es auch preislich, muss ich sagen. Dieses Teil ist zwar über Amazon bestellt, aber kommt trotzdem aus China und kostet nicht viel weniger als dieses Teil. Und wenn ich mir dann die Verarbeitung anschaue, da ist Tokes dann viel weiter vorne. Einfach viel besser engratet und das von Tokes ist auch im Gegensatz zu dem, das kam wirklich glatt an, wie eine Briefmarke an, und das hier ist vorgebogen, so wie man es braucht. Hat halt wirklich nur den Nachteil, dass hier keine Nasen dran sind. Ich hatte schon überlegt, da eine Kerbe reinzuschneiden, was aber nichts bringt, weil es steht ja auf einer ebenen Fläche auf und somit kann das ja nicht in eine Kerbe reinrutschen. Leider auch schade. Ja, man könnte jetzt natürlich hingehen und die Laschen hier noch stärker biegen, dass man da eine höhere Sicherheit hat, dass es nicht auseinanderrutscht. Die Möglichkeit besteht noch. Aber dann wird es nicht mehr so gut stehen. Dann wird es mir optisch nicht mehr so gut gefallen, muss ich sagen. Beziehungsweise dann wäre es auch, glaube ich, schwieriger zusammenzubauen, zusammenzusetzen. Ja, es geht heute nur so ein ganz leichter Wind, aber ich glaube, das ist ausreichend, um zu sehen, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt, was jetzt so den Windfaktor angeht, also Abhalten von Wind. Von daher koche ich mir jetzt mal ein Tässchen Tee, beziehungsweise wahrscheinlich sogar drei Tassen Tee. Mal gucken. Ja, die erste Tasse Wasser steht auf und hier könnt ihr schon gut sehen und hören, was der Wind hier mit der Flamme anstellt. Ja, ich habe die Griffe jetzt mal aus dem Wind genommen, quasi aus der Flamme herausgenommen. Sonst kann ich die Griffe gleich nicht anfassen. Aber ich glaube, man kann schon ganz gut sehen. Also hier hat der Wind wirklich alle Möglichkeiten, die Flamme in alle Himmelsrichtungen zu blasen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Und zwar geht es jetzt um Löschen vom Tokes. Das spielt hierbei natürlich auch eine Rolle. So, hier kann ich den Topfständer ganz unten anfassen.
und zack, aus ist er. Würde ich sagen, kein Thema, oder? Ja, bei meinem kleinen Topf, da mache ich es ja immer so, dass ich den als Dreieck benutze. So sieht es dann aus, also dann passt der Siphon da so gerade rein. Und wenn ich jetzt mein Feuerzeug finde, da ist es. Und schon brennt er. Ja, und wie man sieht, ist das Ganze, ja, ein bisschen wackelig ist es. Und ja, ich würde sagen, die Flamme ist schon ein bisschen besser vor dem Wind geschützt. Aber trotzdem würde ich sagen, hat der Wind leichtes Spiel mit der Flamme. Ich mache jetzt erstmal den Deckel drauf. Dann kocht das Wasser ja auch schneller. Ja, auch hier sieht man, es ist gar nicht so windig heute. Aber man sieht ganz eindeutig, also Windschutz wäre hier doch von Vorteil. So, das Wasser kocht. Und schon wieder ein Tee für mich. So, jetzt ist die Frage. Da, seht ihr? Jetzt wollte ich das Ding abheben, um zu löschen. Ja, da geht, das funktioniert schon nicht. Ja, okay. Muss man halt auseinanderbauen zum Löschen. Obwohl. Ah. So, jetzt aber. Ja, und während der Tee jetzt mal zieht, will ich euch mal den Platz zeigen, wo ich hier gerade bin, um das Video hier zu drehen. Bin extra hier hingefahren, weil das bietet sich hier, glaube ich, wirklich an, sozusagen als Outdoor-Waldstudio. Man hat hier Tisch, Bank, kann man ein bisschen was aufbauen. Dann doch was anderes wie zu Hause im Wohnzimmer zu drehen, und ein bisschen Aussicht gibt es hier auch. Ja, der einzige Nachteil, hier sind heute auf dem Sonntag einige Flieger unterwegs. Aber sonst ist es schon echt schön hier. Ja, gefunden habe ich hier den Ort, als ich die 6. Etappe vom Hohen Marksteig gegangen bin. Da kommt man direkt hier an dem Tisch und an der Bank vorbei. Und ich bin ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, eine Stunde, vielleicht anderthalb, habe nicht auf die Uhr geschaut, habe ja Zeit heute, bin ich jetzt schon hier, und ist bis jetzt hier noch keiner vorbeigekommen. Wie gesagt, liegt hier direkt am Wanderweg. Aber trotzdem ist es recht ruhig. Ja, es ist jetzt, gibt hier bekanntere Wanderwege hier in der Ecke. Aber das hier ist ja wirklich ein wunderschöner Platz. Ja, und als nächstes ist dann der Potsdam von Jolmo Landa dran. Ja. Steht, würde ich sagen.
Also der steht tatsächlich stabiler wie dieser Tokes Pod Support. Muss ich doch mal zu Hause noch mal schauen, ob ich das Ding nicht doch mal so gebogen kriege, dass es rund ist. Und im Moment sieht es tatsächlich so aus, als wenn der Wind auch noch ein bisschen weniger Angriffsfläche hat. Na, schauen wir mal. Ja, noch mal gucken, also steht schon stabiler, muss ich ehrlich sagen. Obwohl das auch nur so zusammengesteckt ist. Man gefällt mir so im Moment noch gar nicht, aber vielleicht kriege ich die Einzelteile ja doch mal in eine passende Biegung, sage ich jetzt mal so, dass da hinterher ein rundes Teil draus wird. Muss man mal gucken. Jo, das Wasser kocht schon. Warum ging das jetzt so schnell? So, dann wollen wir mal gucken, wie das hier ist mit dem Löschen. Ja, das geht. Ja, Fazit. Ja, als erstes hatten wir ja hier dieses Gitter. Funktioniert, also wie gesagt, solange du nur eine Tasse Wasser machen willst oder Wassereis machen willst für eine Trekking-Mahlzeit, reicht das eigentlich aus. Einzige, wo man halt drauf achten muss, dass es nicht zu windig ist in der Ecke, wo man ist. Oder man muss extra einen Windschutz mitschleppen. Dann, ja, das Ding hier von Tokes. Auch dieser Topfständer, eigentlich gefällt er mir ganz gut, aber was mir halt nicht gefällt, ist, dass die Teile so schnell auseinander gehen. Das ist einfach, also das ist mir dann doch zu heikel, muss ich ehrlich sagen. Zumal, ja, ihr habt es ja vorhin selber gesehen, ich habe da versucht, das Ding wegzuheben und schon fällt es auseinander. Die Teile sind auch heiß. Nee, muss ich nie haben. Ja, dann zu diesem Gebilde hier. Yolmo Landa Titanium. Ich muss sagen, jetzt so von den Ergebnissen her, vom Windschutz her, sag ich mal, und von der Kochleistung her, muss ich sagen, war das Ding gut. Da bin ich echt überrascht. Aussehen tut das Ding scheiße. Ja, ich werde jetzt mal zu Hause mit dem Ding mal in den Werkraum gehen, in den Keller gehen und da mal ein bisschen dran rumbiegen. Mal schauen, ob ich das wirklich so rund hinbekomme, wie es bei Amazon dargestellt wird. Wie gesagt, verlinken werde ich die Teile hier eh alle. Nur so wie es jetzt ist, gefällt es mir nicht wirklich. Ich muss mal echt gucken, ob ich das so kreisrund hingebogen bekomme, wie es eigentlich sein soll. Nur, wie gesagt, es kam im Briefumschlag, wirklich platt wie eine Briefmarke. Und es muss aber vorgebogen sein, so wie dieses Teil, nur halt noch viel weiter vorgebogen. Also es muss halt ein Drittel Kreis ergeben. Und also
Ja, also wie gesagt, das ist das, was ich bis jetzt rausgefunden habe oder was ich bis jetzt gefunden habe oder was ich da hatte. Und wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was man nehmen könnte, schreibt es mir in die Kommentare, schickt mir Links, da würde ich mich echt drüber freuen. Wenn ich irgendwann mal was das Passende gefunden habe, dann werde ich euch definitiv vorstellen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Wald. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.